So, guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen am 19. August. Ich begrüße euch in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. It's Correction Time und das ist für uns nicht ganz unerwartet. Wir haben ja gestern gesagt, wir brauchen diesen Tag gestern, um noch ein bisschen Informationen zu sammeln. Korrektur hatte sich ja vorher schon ein bisschen angekündigt aus einer Seitwärtsphase, die wir entsprechend auch so als solche identifiziert haben und im Nasdaq guten Trade eingegangen sind auf der Short-Seite, hier oben in dem Bereich, mit Ziel an das untere Ende der Range, was wir hier mit den oben mit diesen beiden blauen Linien sehen. Jetzt sehen wir aber, ist gestern hier um 21 Uhr zum Sitzungsende der Markt doch massiv unter diese Linie gekommen und setzt heute Morgen diese Abwärtsbewegung weiter fort. Und jetzt können wir sozusagen das Muster, was wir in den vergangenen Tagen ja sehr gut getradet und verfolgt haben, nämlich hier dieses Dreieck, weiter nutzen für Projektionen Kurszielbestimmungen. Denn es ist dann häufig so, dass dieses Dreieck in seiner Länge, also hier diese Bewegung hier, sich nochmal hier auf die Spitze nach unten ausklappt. Und das macht man natürlich dann nicht nur mit diesem Dreiecksmuster, sondern schaut dann auch im Chart, gibt es hier irgendwo Unterstützung, gibt es da eben irgendwo Widerstände. Jetzt haben sich die Linien natürlich hier verschoben. Dann sehen wir eben, das ist hier dieser Bereich hier, 14.600 bis 14.400 wäre jetzt ein sehr guter Korrekturbereich. Und durch diese Abwärtsbewegung gestern ist auch das, was wir gestern angesprochen haben, nämlich die bereits vorhandene Sequenz, die ja da war, aber extrem choppy, geht jetzt in eine Phase über, die hier dynamischer wird. Und das ist häufig so ein Punkt, wo tatsächlich dann Akzeleration zu erwarten ist und wo man dann auch umschalten muss von diesem defensiven Trading auf ein aggressiveres Trading, weil häufig sich hier viele Leute auf dem falschen Fuß erwischt worden, die jetzt hier eben auf diese Fortsetzung des Aufwärtstrendes spekuliert haben und jetzt merken, oh Scheiße, funktioniert nicht, und dann irgendwann Positionen auflösen müssen. Und deshalb jetzt hier massive Akzeleration. Wir erwarten, wie gesagt, bis hier unten hin. Das heißt, wir sind jetzt auch noch rechtzeitig hier dran, also um das Momentum zu traden. Und ihr habt es heute Morgen schon gesehen, haben wir hier den NQ wieder verkauft. Also sind jetzt hier auch short, läuft schon von der Position. Und wir sehen eben den Markt hier weiter in einem klaren Abwärtsmove und in einer ganz klaren Abwärtsakzeleration, die hier Potenzial für mehr nach unten bietet. Ja, gucken wir uns auf den S&P, oder werfen wir kurz einen Blick auf den S&P noch drauf, der im Moment nicht mehr als eine ABC, also hier keine Sequenz, die hier zu sehen ist, aber man sieht schon an dieser Struktur hier, auch hier kommen wir jetzt in diese dynamische Bewegung, und das hier war ja eigentlich die Super-Support-Zone, die haben wir verlassen und dann ist häufig der nächste Stopp hier unten, also auch hier sehen wir noch Potenzial nach unten. Und auch von der Projektion A, B, C wäre das jetzt hier ein guter Projektionsbereich. Also der Markt ist in der Korrektur und wir gehen davon aus, dass die sich heute sozusagen in eine Akzelerations-, also Beschleunigungsphase umgeht. Dafür spricht übrigens auch der VIX, der Volatilitätsindex, der gestern hier massiv angezogen hat. Deutlich nach oben gegangen in der letzten halben Stunde. Und das sind so die Profis, die immer auch ein bisschen voraussehen, wie geht es denn da weiter. Wir selber haben ja ein super VIX-System und da gibt es eine, da müssen wir vielleicht nochmal einen interessanten Blick drauf werfen auf unser super VIX-System. Ich hole uns mal gerade den VIX hier drauf, da haben wir ihn. Und da haben wir eine interessante Geschichte, nämlich eigentlich sind diese super VIX-Signale sehr, sehr zuverlässig, aber wir haben hier jetzt 1 im Juni, 2 im Juli, im August jetzt noch kein Verkaufssignale bekommen. Also immer wenn hier so ein roter Punkt ist, ist das ein Verkaufssignal für den Markt. Und die haben sich jetzt hier gehäuft die Korrektur am Markt ist ja letztendlich überfällig und wir können uns jetzt vorstellen, und das hatte ich ja gestern in dem Marktkommentar schon erwähnt, wenn der Markt denn dann in eine Korrektur geht, dann wird das häufig in ein, zwei Tagen sehr krass auch abgehandelt, also geht mit einer enormen Geschwindigkeit, wovor er dann wieder sozusagen in seinen normalen Trend zurückkehrt. Der normale Trend ist natürlich immer noch aufwärts, S&P und Nasdaq, aber Korrekturpotenzial ist vorhanden und wir werden heute ein bisschen auf diese Akzelerationsbewegung setzen. Gucken wir uns den DAX an. DAX
hier auch dynamisch runter. Da hatten wir gestern ein Szenario vorgestellt, was gestern natürlich noch nicht so einfach sichtbar war, nämlich dieses ABC. Aber wir hatten aus verschiedenen Annahmen geschlussfolgert, dass wir hier in so ein ABC-Pattern gehen können, was wir hier auch gesehen haben. Wir hatten hier zwar ein neues Top gemacht, aber da hatte ich schon gesagt, B-Wellen sind tricky, das muss signifikant sein, solange das nicht passiert, besteht hier die Chance für diese C-Welle. Und man sieht jetzt hier, wenn die A und C gleich lang wären, dann wären wir hier in diese Projektionszone gekommen, 15.777. Das war sozusagen erstes Target. Da haben wir auch, wir sind heute gestern Abend noch short gegangen, haben wir heute Morgen glatt gestellt. Das zweite Projektionsziel liegt aber hier unten. Und ja, im Moment sieht es so aus, dadurch, dass wir aus der Open Range nach unten ausgebrochen sind, dass wir auch das noch erreichen. Wie gesagt, diese Dynamik, die wir heute hier sehen, würde dann den Markt auf diese Super Support Zone hier führen. So, und ja, für uns erstmal Zeichen auf Korrektur gesetzt. Wie gesagt, im DAX ist es noch keine Sequenz, aber es kann durchaus heute einen doppelten ATR-Tag geben. Und da ist unser Ziel natürlich nicht abzuwarten, bis dieser Tag da ist, weil dann ist man wieder spät dran, sondern das früh zu machen. Jetzt hatten wir gestern erstmal einen schönen Short und wir würden überlegen, heute nochmal in einem Rebound, in einem kleinen Rebound, nochmal versuchen, hier eine nächste Short-Position aufzubauen. So, also kann einiges los sein an den Indizes. Profitieren dürfte davon der FGBL. Das ist dann immer so ein bisschen die Flucht raus aus dem riskanten Märkten rein in den sicheren Hafen. Der sichere Hafen, der ist hier. Aber wir sehen eben auch, das wird begrenzt sein. Wir sehen im Moment nicht so gute Trading Opportunities im Bund Future. Deswegen halten wir uns hier neutral. Auch hier hatte ich von einer ABC gesprochen, die möglich ist. Aber da fehlt mir einfach das Startsignal für und deswegen sind wir hier heute noch auf der neutralen Seite. Ja, und dann haben wir BOR, seht ihr schon, das ist Limit drin für den Euro. Wenn wir uns den Euro mal auf dem Daily Chart anschauen, sehen wir hier, das da unten, das könnten noch weitere Ziele sein. Wir sind hier trotzdem, sage ich immer, in einer Zielzone. Deswegen bin ich hier nicht, dass ich groß Sequenztrading machen möchte, aber BOR bleibt weiterhin ein interessantes Mittel, eine interessante Wahl und die werden wir auch heute weiter traden. Tja, soweit erstmal die Analyse für den heutigen Tag. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch gute Trades, bis morgen, bye bye, euer Bera.